Hallo, willkommen zu Trans Travel. Trans Travels are human travels. Ich glaube, die Slogan-Ableitung ist erkennbar. Das ganze Projekt wurde von Lucy und mir umgesetzt für Jugendtakt 24 Hamburg. Das Problem machst du? Wenn man so eine Reise unbedingt jetzt beginnen möchte, da fängt man eigentlich als erstes irgendwie so an, ich möchte jetzt mit dem Zug fahren. Gehen wir dann jetzt mal auf der Webseite der Deutschen Bahn. Fangen wir erstmal an. Wir haben noch so ein Grundproblem mit, ich will eigentlich bloß Informationen haben und eigentlich nicht so richtig wissen, was für Vorteile ich mit einer Bahncard habe oder welchen Genuss ich jetzt in Südtirol erleben kann. Also will ich zu dem Punkt nicht wissen. Es kommt dann natürlich noch es wird dann natürlich noch überfordernder, wenn man dann natürlich da noch eine Anfrage stellt, dass man von Altona nach Bielefeld möchte. Keine Ahnung, wo der hin will, gibt es ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall sind dann solche Punkte wie Prognosen, die man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so bräuchte. Dann übergebe ich mal kurz an dich wieder. Und wir haben jetzt versucht, das ganze Problem anzugehen. Und wir wollten ein Navigationssystem für den öffentlichen Verkehr machen. Und das ganze terminalbasiert, damit wir möglichst wenig Informationen haben. Und wir wollten auf Bilder, Karikaturen und anderes verzichten und die Ladezeiten möglichst gering halten, indem wir halt so wenig wie möglich Daten laden tatsächlich. Und wir wollten das Ganze schön benutzerfreundlich machen, indem es eine reine Textergabe ist, die man potenziell auch noch über Text-to-Speech sogar blindenfreundlich machen könnte in der Zukunft. So, für das ganze Projekt haben wir nix zum Paketmanagement benutzt und halt eine Entwicklungsumgebung zu haben, um halt Kotlin dann halt zu ausführbaren Code bzw. zu maschinenverständlichen Code umzuwandeln, brauchen wir dann nochmal Gradle. Und als REST-API, also für die Datenbeschaffung, haben wir transport.rest genutzt. Wir sind auf verschiedene Herausforderungen gestoßen, wie zum Beispiel Gradle, also das Tool, was eben beschrieben wurde, das hat uns am Anfang recht viel Mühe und Arbeit gekostet, damit es das auch wirklich tut, was wir wollen und nicht, was es will. Selbiges geht auch für die Entwicklungsumgebung und das SSO. Das hatte zumindest bei mir ein bisschen Probleme gemacht, bis wir dann tatsächlich am Ende anfangen konnten zu entwickeln. Das hat uns recht viel Zeit gekostet, leider. Durch die Umgebungslautstärke konnten wir auch nicht so gut das tun, was wir wollten. Das hat sich dann am Ende mit kleineren Räumen dann auch gelöst bekommen. Wir hatten noch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Das haben wir dann auch gelöst bekommen und wir kamen dann letzten Endes tatsächlich zum erfolgreichen und zumindest zum schnellen Entwickeln. Kommen wir jetzt zur Live-Demo und wir hoffen jetzt, dass genau das, was hier präsentiert wird, nicht passiert, dass wir keinen Runtime-Error kriegen und alles flüssig läuft. Gut. Das Ganze beginnt erstmal mit Hallo, willkommen zu unserem terminalbasierten Navigationssystem TransTravel. Bitte gib deine erste Station ein und wo du los. Und dann können wir schon losfahren. Wir beginnen jetzt einmal mit Tilburg als unsere erste Station. Der hat jetzt erstmal Dieburg gefunden. Das reicht jetzt für Demonstrationszwecke völligst. Und jetzt fragt er uns noch nach unserem Zielbahnhof und dafür nehmen wir Milano. Gut, die tatsächliche Anzeige des Ganzen haben wir da jetzt nicht weiter geschafft, aber wir bekommen die fertigen Daten schon. Da sind dann solche Sachen drin wie die tatsächlichen Bahnhöfe nochmal, wann es losgeht, wann man ankommt, im Idealfall zumindest, man weiß bei der Deutschen Bahn nie. Und noch welche Zugstationen, Umsteigemöglichkeiten ist da alles mit enthalten. Die Daten haben wir jetzt noch nicht geschafft, ML anzuzeigen, dafür uns leider die Zeit gereicht.
Kommen wir noch einmal zu Ausblick und offenen Punkten, welche, wo zumindest die Folie erstmal ebenso unfertig ist. Wir wollten das eigentlich den letzten Teil noch fertig machen. Wir wollten noch Zwischenstationen eingeben, was wir leider auch zeitlich nicht mehr geschafft haben. Sowie das Ganze auf mehr Terminal-Commands machen, wie zum Beispiel CD, wenn ihr den schon mal gehört habt, dass man zum Beispiel einen Order eingehen könnte und das direkt im Terminal machen sollte und nicht wie hier in einer eigenen Applikation. Und wir wollten noch Suchfilter eingeben, wie zum Beispiel, was nur fürs Deutschland-Ticket möglich ist, aber wo die Zeit halt hinfliegt. Ja, das war's zu unserer Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen.